So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich habe ich gerade den legendären Bidiza Community Raid gemacht im Park noch mit T-Shirt, aber irgendwie ist das Wetter richtig mies und irgendwie habe ich mich richtig unwohl gefühlt, weil Bidiza war erstens so richtig stark und hat uns so richtig verprügelt, dann war immer zu alles ruhig und während es ruhig war, sind immer zu Leute hinter einem vorbeigelaufen und gefahren, das hat mich komplett rausgeworfen, dann war ich richtig aufgeregt und deswegen stehe ich jetzt hier mitten auf dem Markt, weil da ist es eh laut, da fällt es gar nicht auf, wenn man sich filmt. Und eben ist auch noch der Robin vorbeigekommen und die Maya ist vorbeigekommen mit dem Elephant und der Robin hatte dann kein Geld mehr, weil das Elephant so teuer war und jetzt gehen sie heim und dann kriegt sie noch ein paar Kadi reingeschossen. Ihr kennt die Maya noch aus früheren Videos und den Robin kennt ihr vielleicht auch noch, mit dem habe ich damals Lavados getauscht und sein korrekter Dude war auch dabei, wo ich den Namen nicht mal kenne, aber den finde ich cool, der ist immer der vernünftigste von allen. Und jetzt stehen wir hier, weil wir wollen eigentlich die Bidiza-Forschung machen, die 4 Kapitel hat. Ich zeige euch mal kurz die Aufgaben. Bidiza 1 von 4. Verwende 3 Bären beim Fangen von Pokémon. Ja? Fange 6 Pokémon vom Typ Normal und fange 3 Bidiza. Theoretisch hätten sie bei der zweiten auch schreiben können, fange 6 Bidiza, weil Bidiza ist ja auch vom Typ Normal und es sitzt ja eh fast überall Bidiza rum. Also könntest du auch einfach 6 Bidiza fangen und hättest die Aufgabe auch fertig. Vielleicht ist da ja noch ein Shiny dabei, den haben wir einfach fabelhaft getroffen. Wir gehen jetzt mal irgendwo um die Ecke, damit wir einen Location-Wechsel haben und fangen dann noch den Rest und melden uns dann zurück, wenn wir noch einen Bidiza brauchen, also einen Pokémon vom Typ Normal, sonst ist das viel zu lange. Wenn ihr seht, wie ich hier stehe, zack und hier diese Bidiza einfach fangen. Ja, jetzt hätte ich es auch noch fertig machen können. Ne, wir melden uns auf jeden Fall gleich zurück und suchen uns mal eine andere Location raus. So, wir haben uns jetzt eine andere Location gesucht. Das ist im Prinzip die gleiche Location wie eben. Nur wir sitzen jetzt am Marktbrunnen und ich bin ja so schlau, mir fehlt eigentlich noch ein Bidiza. Aber bevor ich das Bidiza fange, was hier sitzt, löse ich schon mal hier die Aufgabe, ne? Da ist nämlich auch ein Bidiza drin. Wir müssen auch noch eine Beere verfüttern beim Fangen von Pokémon. Und so können wir das kombinieren. Nehmen wir eine Beere. Oh, jetzt hat das Felinara das Bidiza gefangen und nicht ich. Aber das zählt trotzdem, wenn euer Buddy dann Kopfball macht. Beere müsste jetzt fertig sein. Bidiza war eh schon fertig. Deswegen konnte man das nehmen, um die 6 normalen Pokémon abzuholen. Können jetzt hier nochmal drauf drücken. Können hier drauf drücken, gucken uns hier die Belohnung an, ist ein Bidiza, wer hätte es gedacht? Dann tüten wir das auch mal ein, dann holen wir die Kapitelendbelohnung ab und dann gehen wir ins nächste Kapitel. Ist das nicht herrlich? So viel Abwechslung habe ich ja noch nie gesehen, dass man mit Bidiza belohnt wird, wenn man Bidiza fängt. Fehlt nur noch, dass man einen Bidiza Raid machen muss, den haben wir nämlich heute schon gemacht. Und ihr seht den Unterschied von jetzt zum letzten Video. 399 Erfahrungspunkte. Ist das die Pokédex-Nummer? Ja, zufällig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe irgendwo was gelesen, dass man 399 EP kriegt und habe mir gedacht, warum. Aber jetzt irgendwie scheint das logisch zu sein, dass 399 die Pokédex-Nummer ist und deswegen das immer 399 dazu bekommen. Jetzt habt ihr schon das zweite Kapitel. Oh. Wähle weise. Wähle Bidiza oder Bidiza. Hä? Mir gefällt der Blick von dem unteren besser. Der guckt nämlich so wie wie Natururin. Deswegen nehmen wir das untere. Wenn du dich für dieses Bidiza entscheidest, wirst du dem Dickmaus-Pokémon Bidiza häufiger im Freien begegnen. Es werden bestimmt auch andere Bidiza unterwegs sein. Juhu! Wir gucken uns nicht an, was bei dem anderen steht, weil wir wollen eh das nehmen. Also nehmen wir das. Drücken uns jetzt hier durch, ist das erste Mal, dass eine Forschung da ist mit verschiedenen Wegen. Fang ein Pokémon vom Typ Normal, mach einen Schnappschuss von Bidiza, fange 5 Bidiza. Das heißt, wir melden uns zurück, wenn wir noch ein Bidiza brauchen. So, wir brauchen genau noch ein Bidiza, müssen noch einen Schnappschuss machen. Das heißt, theoretisch können wir wieder mit der oberen Aufgabe die untere lösen, indem wir das jetzt hier holen. Fangen.
ungefähr so. Wenn ihr natürlich trefft, kriegt ihr nochmal mehr Erfahrungspunkte. Es ist während des ganzen Bediza-Tages sind ja trotzdem die 4-fach Erfahrungspunkte wieder aktiv. Die waren ja gestern Abend 20 Uhr weg, sind 10 Uhr jetzt wiedergekommen. Gleichzeitig wollen wir hier auch direkt einen Schnappschuss machen, dass wir das auch fertig haben. Da seht ihr dann mal, wo ich stehe. Hier sieht es halt jetzt nicht so schön aus. Zack, hier ist nämlich die Schülerhilfe. Haben wir gleich noch ein bisschen Werbung gemacht. Ne? Gibt es bei euch auch die Schülerhilfe in der Stadt, irgendwo in der Nähe? Schreibt es mal in die Kommentare. Holen jetzt hier die Bären ab. Holen hier die Pokémon-Belohnung ab. Es wäre sehr genial, wenn da jetzt irgendwo ein Shiny mit drin wäre in der Forschung fürs Video. Das live im Video zu bekommen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Auch wenn ich es nicht mehr brauche. Ich glaube, ich muss zurück auf den Markt. Da waren weniger Autos, aber mehr Menschen. Das hat mehr Spaß gemacht. Jetzt drücken wir hier rein, holen hier auch wieder 399 Staub, 399 Erfahrungspunkte und ein geheimnisvolles Pokémon. Wieder mal ein Bediza. Wir werden die dann alle mal durchbewerten am Ende. Ob ein 100er dabei war oder was das Beste ist, was dabei war. Haben schon öfters auch mal ein 100er mitgenommen in der Forschung. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Kapitel 3, dann Kapitel 4. Kapitel 4 sind wahrscheinlich eh wieder nur Belohnungen. Ist man ja gewohnt mittlerweile. Jetzt wieder. Choose wisely. Nerven aus Stahl oder nistet am Wasser. Ich glaube, Nerven aus Stahl sagt mir eher zu. Unzählige Bediza samt dem Spaß, den Bediza eben mit sich bringen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz viel Spaß. Also nehmen wir die jetzt mit. Ich bin gespannt, wenn die mal irgendwelche anderen Sachen machen, wie sich das wirklich unterscheidet. Verschicke 10 Pokémon, mach einen Schnappschuss, fange 10 Bediza. Wir melden uns also wieder zurück, wenn wir 10 Bediza gefangen haben, beziehungsweise wenn wir genau noch eins brauchen. Ja, beruhig dich. Zack, auf die rote Nase, ne? So, ich bin zurück am Brunnen, aber diesmal auf der anderen Seite. Wir müssen wieder einen Schnappschuss machen. 10 Bediza fangen. Hier sitzt zwar eins, aber wir können auch einfach eins nehmen, was wir haben. Einen Schnappschuss machen. Da seht ihr nämlich nochmal den Brunnen. Hier steht nämlich hier. Hier sind die Pferde. Da ist der Hähnchenstand, also der Bräulerwagen. Da ist der Brunnen. Jetzt machen wir hier ein Bild von Bediza, gehen zurück und müssten daher wieder eine Bediza-Belohnung bekommen, die wir hier abholen. Es ist zwar auf der Karte auch ein Bediza gespawnt, aber die sitzen überall. Also eigentlich ist es komplett, du brauchst jetzt nicht unbedingt das von dem Schnappschuss. Du kannst auch einfach das nehmen. Was daneben sitzt, es ist total, total toll, oder? Man freut sich richtig, dass man endlich mal Bediza fangen kann. Das ist ja so selten und das ist vor allem so nützlich. Marktbäckerei Anschütz, Inhaber M&M UG. Ich wusste gar nicht, dass M&M's auch eine Bäckerei hat, wo die Smarties gebacken werden, aber das ist ja wieder was anderes. Wir müssen jetzt was 10 verschicken, glaube ich. Verschicke 10 Pokémon. So, das habe ich noch nicht bewertet. Die anderen habe ich kurz mal durchbewertet. Die waren jetzt nicht so krass. Das heißt, wir können also random einfach hier 10 Stück auswählen. Die wegpacken. Die Belohnung abholen. Da sitzt ein Pikachu. Wo kommt das denn her? Das hat sich ja komplett verirrt. 399 Staub, 399 Erfahrungspunkte und ein Bediza. Wow. So, nehmen wir gleich mal den gelben Ball. Vielleicht sollte man mit der anderen Hand werfen. Vielleicht sollte man werfen, wenn es nicht hüpft. Vielleicht sollte man auch treffen. Ich kann nicht mehr. Ich wollte mich eigentlich da vorne beim Café hinsetzen irgendwo oder irgendwas machen, aber weiß ich nicht. Es sind alles so unangenehme Menschen hier. Jetzt, wo die komische Type die ganze Stadt übernommen hat. Das Einzige, wo man sich hier noch hinsetzen kann, was cool ist, ist auf jeden Fall der Chinamann, der ist auf jeden Fall cool. Jetzt haben wir das letzte Kapitel, glaube ich. Fange 5 Bediza. Fange 10 Bediza. Fange 15 Bediza. Da kann man sich zurückmelden, wenn noch eins fehlt, und dann die Pokémon-Belohnungen abholen.
So, ich sitze jetzt hier beim Chinamann, ne? Habe ich ja gesagt. Also der Chinamann ist das Einzige, wo man sich noch hinsetzen kann und sich wohlfühlen kann, ja, wenn man die Hintergründe kennt und alles. Hier sieht es auch richtig gut aus. Hier steht auch ein Kaktus. Guckt ihr das mal an. Hab mir jetzt noch ein Bier geholt. Werde jetzt die restlichen Aufgaben noch fertig machen von der Bediza-Forschung. Ich konnte mich nicht entscheiden, es hat immer zu genieselt. Jetzt habe ich mich weiter reingesetzt unter den Schirm, aber ich finde, da ist es zu dunkel. So sieht es besser aus, weil es so heller ist. Hier sitzen noch ein paar Bediza rum. Wir haben jetzt aber 12 von 15. Wir brauchen also noch 3 Stück. Und das habe ich irgendwie nicht richtig mit einberechnet, weil ich bräuchte trotzdem 13. Das heißt, wir müssen trotzdem hiervon eins fangen. Und dann können wir die restlichen 2 aus der Aufgabe nehmen. Jetzt hauen wir hier also einen Ball drauf, trinken von unserem Bier für 2,90 Euro. Bediza ist auf jeden Fall drin. Holen uns jetzt hier das mal ab. Das müsste dann das 14. sein. Ist leider auch kein Shiny. Nochmal fabelhaft geworfen. Darauf können wir noch einen trinken. Ich hätte mir gleich noch so einen chinesischen Reisschnaps dazu bestellen sollen mit 72% oder irgendwas. Oder 62%, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn Isbo kommt. Wenn Isbo da war, haben wir eigentlich immer hier beim Chinamann gesessen irgendwann und haben erstmal schön Nudeln gegessen und haben ein Bierchen getrunken und zum Nachtisch immer uns so einen chinesischen Reisschnaps reingepresst, der übelst reingeknallt hat. Jetzt ist Hannes dabei. Vielleicht können wir ja dann, wenn die kommen in ein paar Wochen, hier beim Chinamann mal essen gehen. Das wäre bestimmt richtig cool. Und irgendwann hat Isbo dann auf dem Tisch gelegen, unter dem Tisch gelegen, alles vollgekotzt, dann mussten wir alles wegmachen. Das sind Erinnerungen, die bleiben, aber trotzdem... Die Betreiber sind so gut drauf, die haben auch ein Foto mit uns gemacht, wahrscheinlich Fahndungsfoto, damit sie immer wissen, wer wir sind. Jetzt haben wir hier das 15. auch abgeholt, das 15. gefangen, holen die letzte Pokémon-Belohnung, 288, nochmal großartig getroffen. Hilfe, der Manns! Ich bin der Manns, Moment. Punkte noch. Jetzt noch die Kapitelbelohnung. Ist auch schon deine Spezialforschung gemacht. Hast gerade erst gesehen, ne? Der Manns Haulwurf ist da. Guckt euch das mal an. Kennt ihr den? Das ist der, der keine Carolina Reaper essen kann, weil er sonst stirbt und muss das uns überlassen. Weil wir dann auch sterben, aber trotzdem. Nehmt jetzt das letzte Teil hier mit. Dann müssten wir auch gleich die Mütze kriegen. Dann können wir uns die Bediza-Mütze aufsetzen. Und ja, dann sind wir fertig mit der Forschung, fixe Forschung mit Bediza. Kein Shiny dabei gewesen hier, aber auch kein Gutes. Wir gucken mal, ob wir heute Abend ein Team zusammenkriegen, 3 Bediza vielleicht mit Kraftkoloss irgendwas. Hä, wo ist mein Bediza jetzt hin? Hat mir das die Mütze jetzt einfach so reingeschmissen? Jetzt muss ich extra hier reingucken, bei dem Avatar auf Individualisieren, Mützen... Masken, hier ist die Mütze. Oh mein Gott, sieht die schrecklich aus. Die setzen wir trotzdem jetzt einfach mal auf, um zu zeigen, dass wir die Forschung abgeschlossen haben, dass uns da ein Bediza auf dem Kopf sitzt und damit spielen wir heute den Bediza Cup. Ne? Guck doch mal, wie schön die aussieht. Ist es nicht herrlich? Wow, richtig übertrieben, als würde es da gar nicht hingehören. Habt ihr auch die Bediza-Mütze heute geholt, ja? Habt ihr auch ein Bier getrunken heute? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Irgendjemand ruft gerade an. Peace out, Vorhaut. Ruft mal zurück und fragt mal, wer dran ist. Euer Ramses.